Ich spüre den Hass meiner Königin. Er brennt wie ein Stern. Doch darunter verbirgt sich etwas, das ich nicht verstehe. Das ist Schmerz, Isha. Manchmal kann mich nicht einmal mein Hass vor Erinnerungen schützen. An einen Feind, der dich verletzte? Nein, Erinnerungen an bessere Zeiten. An einen Freund, der jetzt verloren ist. Du bist stärker geworden, meine Königin. Neue Fähigkeiten sind jetzt in deiner Kammer verfügbar. Herzlich willkommen, StarCraft 2 Heart of the Swarm. Akira hier und wir gehen gleich mal in den Skillbaum rein. Du hast an Stärke hinzugewonnen. Eine weitere Fähigkeitsstufe ist jetzt in dir erwacht. Schöne Sache. Was haben wir denn hier? Getötete Zerglinge werden neu erschaffen. 30 Sekunden Zerglinge. Overlords. 50%. Jo, das ist immer gut. Ja. Du, lassen wir das mal. Gucken wir gleich mal in die Evolutionsgrube. Er hat mir ja gesagt, ich kriege eine Mission. Neue Entdeckung. Große Verbesserung für Zergling-Sequenzen. Was für eine Verbesserung? Antwortkomplex. Kann Evolution von entwickeltem Zergling spalten. Zwei neue Stränge bilden. Dann füge sie dem Schwarm hinzu, Abatur. Stränge schließen einander aus. Gleiche Sequenzen benötigt. Muss für einen entscheiden. Anderen verwerfen. Gut, mach ein paar von beiden. Ich will sie in Aktion sehen. Entwerfe Tests für beide. Verfügbar in Evolutionsgrube. Okay. Eine Evolutionsmission. Okay. Gut. Oh. Nett. Ah, Zerglinge mit mehr HP. War jetzt irgendwie nicht so der Knüller, fand ich. Lieber mehr Schaden. Haben wir gar nicht benutzt, die Schaden. Drillisken. Angriffsgeschwindigkeit mit Abklingzeit. Trefferpunkte mit einem Anstieg. Angriffsreichweite. Na, nehmen wir erstmal Trefferpunkte mit. Was Erzähl möchtest du? Von deiner Arbeit. Sehe Fleisch. Sehe nur Potenzial. Stränge, Sequenzen, verdrehen, zertrennen, zusammenfügen. Möglichkeiten für Verbesserung identifizieren. Fleisch essen. Knochen splittern. Wenn in mir, kann es berühren. Verweben. Nutzen. Großartig machen. Aber nicht perfekt. Nie perfekt. Perfektion ist Ziel, das sich ändert. Bleibt nie gleich. Kann anstreben, kann nicht erreichen. Du hast einen Nutzen, das steht fest. Ja, machen wir die Mission jetzt? Nee, wir quatschen erstmal. Ihr müsst das nicht tun. Ihr könntet gehen. Verlasst diesen Mond, bevor die goldene Armada eintrifft. Ich kann nicht weglaufen. Das weiß ich jetzt. Meine Feinde werden mich auf ewig verfolgen. Mir bleibt nur der Kampf. Es wird niemals Frieden geben. Frieden? Scheiß auf Frieden. Unsere Späher berichten von einem großen Protoss-Schiff auf der anderen Seite des Mondes. Es muss das interstellare Schiff sein, mit dem sie hierher gekommen sind. Es ist noch nicht zum Abflug bereit. Wird es aber sein, bevor wir es erreichen. Sie sind zäh. So viel steht fest. Aber ich bin vorbereitet. Genau. Gut, dann machen wir mal die Evolutionsmission. Schauen wir uns das mal an. Zergling-Gattung bereit für Anpassung. Einzigartige Essenz auf Planet der Liga entdeckt. Essenz einsammeln. Zergling anpassen. Außenposten der Liga zerstören. Dann machen wir das mal. Nettes Bild. Das sieht auf jeden Fall sehr interessant aus. Abatur bei der Arbeit. Ein bisschen an den Gen rumfuschen. Irgendwie erinnert mich ja dieser Kopf, dieser
Die sind auf eine Muschimeter. So ein bisschen an Starship Troopers. Der hat ja auch so ein Muschi-Gesicht gehabt. Mit einem Stachel dran zum Lutschen. Ah, sehr schöner Film übrigens, Starship Troopers. Planet Kalos. Okay. Außenposten der Liga auf Klippen über Tal. Außer Reichweite. Anpassung notwendig. Ansässige Karak besitzen enorme Sprungkraft. Überraschen Beute. Karak verschlingen. Essenz sammeln. Kann Eigenschaft im Zerglingstrom assimilieren. Wenn gesammelt, Außenposten der Liga erreichbar. Mhm. Das ist ja auch lustig gemacht. Da sieht man mal, wie die Zerg, ja, ihre Gene verbessern. Das ist ja eine geile Sache. Greifen wir die mal an, diese komischen Hüpfelviecher. Zack, zack, zack. Essenz erlangt. Neue Sequenz im Zerglingstrang verwoben. Verbesserte Zerglinge kampfbereit. Gut, dann wollen wir sie mal in Aktion sehen. Schicke jetzt weitere Zerglinge. Hui. Das sind ein paar mehr. Nett, nett, nett. Wie viele sind denn das? Haha, 81 Stück. Boah, die armen Schweine, sag ich da nur. Angriff! Das ist cool gemacht. Der Zeitlupe und so. Das ist echt cool gemacht. Joa. Die sind Matsch. Die sind definitiv Matsch. Joa. Hüpfen wir mal weiter. Hüpf, hüpf. Hüpf, hüpf. Quetsch. Hüpf. Das sieht echt witzig aus. Ah, und die sollen wir jetzt... Oh, da sind Panzer. Machen wir mal eben mehrere Gruppen. Die ziehen wir mal dahin zurück kurz. So. Besser. So, ihr rennt einfach rein. Und ihr ein bisschen versetzt. Dann direkt auf die Panzer. Ja. Die wird doch. Zack. Ja, das ist natürlich schon nett, dieses Gehüpfe. Außenposten zerstört. Nächste Gattung bereit für Test. Dann zeig mal her. Planet Astrid 3. Verwilderte Zergbrut. Verwilderte Brutstätten entwickelten einzigartige Anpassung. Warfen Zerglinge sehr schnell. Ich übernehme jetzt die Kontrolle über den Schwarmcluster. Integriere Anpassung in Schwarm. Auf diesem Planeten befinden sich Streitkräfte der Liga. Sie bewegen sich in Richtung des Schwarmstocks. Beeil dich, Abatur. Schwarmlinggattung verfügbar. Bereit für Metamorphose. Okay. Haben wir eine kleine Basis. Ja, Zerglinge. Gattung Schwarmling. Wow. Schnell. Drei aus einem Ei. Da. Überrennt Feinde. Das ist aber echt krass. Larven zu Schwarmlinggattung morphen. Also das ging ja ratzfatz. Soll ich nochmal sehen. Zack. Krass. Macht sie nieder. Ja, der wollte wohl sagen, es sind einfach zu viele. Da ist er nicht mehr dazu gekommen. Angreifer eliminiert. Bereit, weitere Zerglinge zu morphen. Basis zerstören. Ach, das ist krass, wie schnell die sich morphen. Also das ist wirklich krass. Wahnsinn. Na gut, sind natürlich langsamer. Müsste man vielleicht mal überlegen, dann
doch den Geschwindigkeits-Upgrade da mitzunehmen. Dass man dann dementsprechend das ein bisschen ausgleicht. Aber das ist ja... Das ist ja... Das ist ja ein Joke im Vergleich. Ja, wie? Sammelt mal schneller. Ich will noch mehr haben. Ich fand das lustig. Zack, zack. Hui. Ne? Boah. Das ging echt schnell. Na, sollte ich vielleicht wirklich noch auf den Creek warten. Ich glaube, das hilft mir dann doch schon. Vielleicht sollte ich mal den einen da mal rüberholen. Oder die beiden jetzt. Oh. Da wollen sich welche kloppen. Ja. Die haben jetzt nicht lang durchgehalten. So. Das sollte ja wohl passen. So, ordentlich Creep. Hier sind auch noch ein paar Fadage. Nehmen wir natürlich auch noch mal mit. Ach, 94 Stück. Sie sind überall! Dann braucht ihr nicht mal zu zielen! Genau. Attacke! Macht sie nieder! Flatsch, 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 flatsch. Das geht ja ratzfatz hier. Das ist schon wirklich eine krasse Sache, so schnell dann Truppen ausheben zu können. Hm. Glaube ich, werde wohl das nehmen. Und dann in der Verbindung mit der Geschwindigkeit. Das ist, glaube ich, echt eine nette Kombi. Sequenzen für Schwarmintegration vorbereiten. Kehre in Evolutionsgrube zurück. Jo, dann tu das mal. Sequenzen bereit für Integration. Erwarte Entscheidung. Ja, das ist einmal der Hüpfer. Ist auch immer cool hier mit den Videos. Man hat sogar richtig gesehen, wie wir darüber gesprungen sind über die Roaches. Nett. Jetzt sieht man es nochmal. Achtung. Da sind die Roaches. Zack, zack. Oder die, zu der ich ja tendiere. Tja. Ja, ich werde die nehmen. Da kann man sich schön schnell mit verteidigen. Abgeschlossen. Den Schwarmling. Ja. Dann nochmal eben schnell rein hier. Und dann würde ich auch sagen, mit diesem Bilde verlassen wir euch dann. Beim nächsten Mal gibt es dann die nächste Mission wieder. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ja, ne? Ihr wisst ja, Daumen nach oben, Abo und so. Kommentare auch gern gesehen. Also, bis zum nächsten Mal. Bye, bye.